So, jetzt läuft. Sehr schön, das muss ich dann rausschneiden. Entspannt. Habt ihr noch wieder aktiviert? Ich hatte es nicht deaktiviert. Das heißt, wir haben den ganzen Kram mit geschnitten? Ja, deswegen muss ich nachher schneiden. Hi. Guten Tag. Oh Gott. Also ihr seht jetzt das Chaos. So, genau. Ich sehe es gerade, glaube ich, sogar. Okay, er hat eine Spielfeldzauberkarte gesettet. Ich bin mal fies und hau Ding als erstes weg. Ja. Ah, vielleicht will er ja genau das. Ist das nachher so Zeichen der Serie oder so als Feldzauberkarte? Man zieht sogar mystisch schnell. Das ist halt so krass. Aber ich bin penetrant und hau erstmal die weg. Oh. Ich habe ja noch eine Leila. Steffen, darf ich hier ein Chaos veranstalten? Nein. Darf ich ein Chaos veranstalten? Nein. Ich habe aber ein Chaos-Deck. Warum darf ich kein Chaos veranstalten? Ich muss Chaos veranstalten. Du hast kein Chaos-Deck. Ja, ich darf. Steffen, das war keine. Steffen, das war kein Chaos. Leila. Das ist echt voll Brainfuck gerade. Ja, scheiße, ne? Oh. Okay, was hat er für ein schwules Deck? Er hat Tragödie im Deck, das ist voll geil, ja? Okay. Fusionstor, alles klar. Er ist mächtiger Gegner, das muss ich schon mal sagen. Warum hat er es verdeckt gespielt, damit du das nicht nutzen kannst? Nein, damit Colin das nicht nutzen kann. Oh ja, weil es auch so viele Menschen gibt, die das Fusionstor nutzen. Ja. Pass auf, was wenn ich es jetzt genutzt hätte? Ja, heftige Lage. Oh, da holt sich gleich Mann, ich will mal Friedhof sehen. Diese Knackwurst. Du hast kein Recht, ein Friedhof zu sehen. Und ein neues Fusionstor. Aber jetzt. Hat das wenigstens aktiviert? Wow, fuck, jetzt hat er den Niederträchtig. Okay, ich hab aufrichtig gemüllt, das ist blöd. Wieso spielen so viele Niederträchtig? Tschüss, was macht er da? Oh, der, cool, ich hab ihn das erste Mal jetzt in einem Duell gesehen. Ist das ein Gundam? Ja, ich liebe ihn. Der hat sogar, glaube ich, sowas. Der hat 5000 Angriffspunkte, Mann. Nicht schlecht, der sieht aus wie ein Gundam, ey. Ich glaube, der ist trotzdem gleich weg, ne? Naja, ich hab einen Rico. Was hat er überhaupt für einen Effekt? Du kannst einen abhängen, alle gegnerischen Zauber und Fallen sind zerstört und er darf nichts daraufhin aktivieren. Okay, das ist. Das mit heißt, wenn er die Beschwörung nicht annullieren kann, ja. Da braucht eben drei Level 10 Monster. Ja. Witzig, ey. Naja, er hatte einen 5000er. Ja. Oh, den Niederträchtigen hatte er. Er hatte das Fallenmonster und er hatte. Okay, er ist echt mächtig, er hat nichts gemacht. Und er hat eine Tragödie. Stimmt. Okay, Colin, was machst du jetzt? Erstmal schauen, was ich gemillt habe. Oh, und ich Pulsardrachen. Den kannst du wiederholen, oder? Genau. Den hole ich mir auch wieder. Und damit kriege ich gleich ein Meldeschiss im Friedhof, wo er auch hingehört. Das ist der nette Nebeneffekt von Licht Pulsardrachen. Ich kann einfach unnötige Handkarten loswerden. Meldeschiss. Danke. Er mit seinem mächtigen 800 Angriffspunkten, er ist eines der stärksten Tributmonster aller Zeiten. Oh ja. Ja, ist Stufe 6 natürlich, ne? Noch ein Lichtpulsator. Genau, oh. Ja, Überraschung, irgendwie war das klar, nachdem er Dings verloren hatte. Ja. Steffen, du weißt doch, Gundam sind heftig, aber sie verlieren am Ende immer. Na, auf jeden Fall, ich hätte noch zwei Lichtpulsardrachen, Black Luster Soldier und einen Schrottdrachen. Oder Sternstoppdrache. Mach mal noch ein Duell direkt hinten dran, das war scheiße. Genau. Ja. Ihr seid voll scheiße, ihr versaut mir alles. Sehr scheiße. Ihr? Der Gegner. Okay, mein Gegner. Ich war Collins Gegner, finde ich scheiße. Doch, bist du. Okay. Der Gegner war's. Ah, jetzt weiß ich, warum mein Gegner so ein Lappen war. Ich bin ja kein Lappen. Ich komme zwar aus Lappland, aber ich bin kein Lappen, ne? Alle, die aus Lappland kommen, sind Lappen. Das ist beleidigend. Das sagt der Name doch schon, dass es Lappen sind. Das Lappenland. Schwede, ey, ich kann nicht glauben, dass ich das wirklich hochladen werde. Pass auf, irgendwann landen wir im Knast. Steffen. Wunder, dass wir das noch nicht sind. Ey, Steffen, lad mal das eine Video hoch, was wir mal gedreht haben. Aber Steffen, du musst doch bedenken, Leute, die psychisch krank sind, kommen nicht in den Knast. Die kommen in die Psychiatrie. Das heißt, wir werden niemals ins Knast. Scheiße, ich komme in den Knast. Aber wenigstens finde ich euch dann los. Steffen, pass auf, wir gehen auch absichtlich in den Knast. Du hast ja auch hier quasi mit und dann wirst du auch gleich nur zum Gummizelle gesteckt. Mhm. Ah, also der Finsternis ist den ganzen Tag ertragen, 24 Stunden. Scheiße, die waren dann. Du wolltest sagen, Colin? Genau, hier seht ihr gerade den Finsternis-Teil des Decks. Einfach so einen Gene aus dem Armageddon-Ritter, Seuchenverbreitender Zombie und Malicious. Seuchenverbreitender Zombie ist auf 5, ne? Was? Er ist Stufe 2 oder was meinst du? Er ist auf 5 hoch, ja, er ist 5 mal erlaubt. Nein, er ist auf 3 doch, oder? Genau, er ist auf 3, aber ich spiele ihn nur 2-mal. Man könnte ihn auch 3-mal spielen. Ach,
Ich hab hier doch die Liste in der Hand. Wieso? Ich bin großzügig. Oh. Ja, er ist auf 3. Ja. Und zuvor die Samurai. Samurai Warriors. Ohne Portal der 6. Ziemlich abgeschwächt. Ich glaube, hast du deswegen aufgehört, das zu spielen? Ach, ich hatte das ja nie ernsthaft gespielt. Ich hatte es auch nie vollständig, also. Ah, okay. Colin Lübko, der hatte das vollständig. Ja, die Samurai war sein Lieblingsdeck und dann hat er geweint, als Dings verboten wurde. Ja, auf jeden Fall. Er hat schon geweint, als es limitiert worden ist. Es war limitiert, als wir wieder angefangen hatten. Ja, deswegen hast du gleich von Anfang an geweint. Ich kann sagen, sie hat ja auch geweint. Vom ersten Tag an. Du hast auch geweint, als der Chaos-Drache verboten worden ist. Ja, das auf jeden Fall. Und war der jemals erlaubt? Ja, er war mal erlaubt. In einem Land vor unserer Zeit. Du hast und als der Garage verboten wurde, ist das voll richtig wie so ein kleines Kind abgegangen. Nope, hat er richtig gefreut. Der hat der Garage über alles. Und der Song ist gerade geil irgendwie. Ding, 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 ding. Voll der Chaos-Song, Mann. Der passt richtig zum dem Deck hier. Natürlich, das ist voll chaotisch. Nicht schlecht. Schaut Evangelion, wir machen Werbung. Alter, ich krieg dafür kein Geld, mach keine Werbung, solange ich kein Geld dafür krieg. Wir machen erst recht Werbung, weil er kein Geld dafür kriegt. Steffen kriegt kein Geld dafür, also guck den Film erst recht. Steffen kriegt. Ich würde euch natürlich was von den Einnahmen abgeben. Steffen lügt, der würde uns nichts abgeben. Genau. Natürlich nicht. Trau niemals einem Steffen. Ich kann Centstück nicht teilen. Steffen würde uns auch nichts abgeben, wenn du 4 Cent einnehmen würdest. Nee, 4 Cent kann man auch scheiße durch 3 teilen. Ja, aber wenn wir normalerweise der Bären auch noch da. Ach so. Das ist dann 4 Leute. Ne? Und willst du das auch nicht teilen? Nee, weil Bene sich darüber wahrscheinlich sogar freuen würde. Ja, ich mich auch. Scheiße, oder? Das glaubt, ja. Was hat er gegen meine Tragödie, Mann? Ja, Tragödie kommt der Effekt nicht trotzdem nicht durch. Ja. Lustig. Oh, ich habe den finsteren Metalldrachen vergessen reinzupacken. Jetzt weiß ich eine Karte, die ich vergessen habe. Oh, Colin, wie kann man das nur vergessen? Also ich bin echt enttäuscht von dir jetzt. Aber du kannst dir den. Ich bin auch enttäuscht von mir. Also jetzt weiß ich gar nicht mehr, ob ich noch was sagen soll oder nicht, aber ich einfach nach Hause. Geh nach Hause, dann sind wir dich los. Ehrlich mal. Nee, ich kann nicht. Der Black Luster Soldier. Vielleicht. Fährst du mich auch? Nö, dich nicht. Okay, fahr mit meinem Raketenflugzeug. Gut, ich fahr einfach mit. Hast du das gebaut? Das ist die sicherere Methode. Ja, und Collins gebaut hat. Ja, das ist 100%. Ich kann nicht aussprechen. Wenn Colin was baut, bin ich immer ein bisschen skeptisch. Colin ist Theoretiker, er kann nichts bauen. Ich bin kein Theoretiker. Ich habe 2 Semester Ingenieurswissenschaften. Das reicht auch, um was zu bauen. Physiker sind theoretische Arbeiter. Aha, da ist was dran. Siehst du, das hast du so theoretisch gehabt, aber praktisch traue ich dir nicht über den Weg. Pierre, du bist schwer. Warum denn ist nicht? Da bei dir dann irgendwie? Also bei mir ist voll heftig, dass ich Leute nerven kann. Ah, okay. Das ist bei mir voll ausgeprägt. Merkst du doch gerade. Ja. Ja, ne? Das irgendwie ist sein Deck so ziemlich im Arsch. Ein bisschen, ja. Ich rieche Verbindung verloren. Warte. Riecht dir das? Entschuldigung, manchmal, wenn ich nervös bin, dann. Achso, okay, das erklärt einiges. Oh, Felix, wenn wir wenigstens putzen. Kageki! Wow, scheiß die Wand! Nee, also nicht nochmal. Tut mir leid, diesmal geht's nicht. Oh, damit ist er ziemlich gefickt. Ja, tut mir leid, mein Kumpel. Verbindung verloren. Ja. Überraschung! Das war geil. Angesagt und zup. Das kam reingeflogen. Ja, das Chaos ist einfach zu mächtig für solche komischen Samurais. Ja, das kann schon ganz anders. Und diese eine da mit seinen komischen Schwertern da. Ich hab's vorhin besiegt. Alles klar. Okay. Steffen, du hattest doch einfach nur Glück, weil Colin immer meine Scheißkarte gezogen hat. Hey, ich habe auch Scheißkarten gezogen, ja? Nein. Mein echtes Sex sieht komplett anders aus. Ich weiß, aber trotzdem hab ich's besiegt. Okay, das ist jetzt für ein unfertiges Deck. So, ich mach gleich auch noch ein Duell, aber erstmal, wenn ich hier die Folge, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wiederschauen, reingehauen. Ciao.